dich. Sieh, ich sehe dich. Ich verspeise dein Herz. Tust du nicht. Ach fuck, jetzt ist er tot. Na dann. Zurück zur Wache des Feuers. Ja, mal gucken, was wir da jetzt anstellen. Das ist ja. Doc ist tot. Nein, wie kann er denn tot sein? Ein Kopfschuss? Herz rausgerissen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, aber warum? Ja, ich liebe solche Unterhaltungsdinger. Egal. Hi! Hey, du hast immer noch deine Hand im Gesicht. Hey, Doc ist tot. Oh Gott. Er kommt nicht zurück, oder? Scheiße. Er ist kalt. Wenigstens wissen wir, was ihm zugestoßen ist. Oh, bei Gott. Das hätte nicht passieren müssen. Nee. Aber ich sage allen Bescheid. Danke. Ich weiß, dass du alles gegeben hast. Er war schon tot, als ich da war. Ich habe mich total beeilt. Danke. Hab ich jetzt noch was offen? Wem gehört die Eta? Eigentlich könnte man das noch mal machen, ne? Einfach mal in das Haus reingehen, das Vampirnest ignorieren und schauen, was so alles geht. Dann kommt noch so ein Turm, dann fange ich wieder von vorne. Ach, das wird ein Spaß. Und da unten dreht sich der Kreis und kreist und kreist und dreht sich und dreht sich und dreht sich und hört nicht auf. Ins Haus. Schöner Schädel hier. Ein Nest vor uns. Ja, später. Okay, es wird verbarrikadiert. Ich will erst mit hinten. Okay. Die Aufnahme der Vampirsuchtruppe in Billys Haus. Gibt's nicht. Hier drüben, Warte!
Warum benutze ich jetzt meinen letzten Dietrich für den Scheißkofferraum? Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier wirklich hoch kann. Aber wenn ich hier schon hoch kann, hätte ich auch damit gerechnet, dass ich... reinkomme eigentlich, aber okay. Hoffnung und zuletzt und so. Ich kann ja mal Blödsinn machen. Und warten, bis es aufhört zu brennen. Immer noch verbarrikadiert. Wie lange brennt denn das? Wahrscheinlich zu lange, oder? Geht doch nicht. Okay, dann kann ich jetzt hier durch. Okay. Ja. Okay, warte mal kurz. Das Kabel geht hier raus und dreht hier rein. Und hier endet's. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Viel besser. Okay, was haben wir hier liegen, hä? Na? Na? Abhill? Okay, liegt mal, wie sieht wie bei mir aus? Auch nur... Jetzt und Kunst und...
WWF-Magazin und Nabu-Newsletter. Vampir Überlebenstipps. Was für Kameras haben wir denn hier? Pilz Notizen. Eva, hier ist unsere Aufnahme. Wenn das passiert, bringen Sie zu Desk Catch Records und senden Sie von dort aus. Die Welt soll erfahren, was wir erfahren. Safe. Du darfst sie nicht töten. Sie sind mein. Nur mit Stunden. Lass uns was versuchen. Den Rosenkranz kann ich nicht mitnehmen. Das Eichhörnchen kann ich mitnehmen. Und der Tresor ist offen. Spielkarten. Kurz gucken, ob ich die Mission erfüllt habe. Jetzt muss ich zu Death Catch Records damit. Und ich bin jetzt nebenbei noch den Vampir töten. Ich gerade gucken. Die ziehen mir echt über 73 Leben ab mit einem Schlag. Egal. Best Catch Records über Stormy Point. Und dann schauen wir mal, was das noch wird mit diesem Dingsbums. Diese Aufnahme und den über den Äther senden und Wulewupp Kartoffelsupp. Gut, dass fertig ist mit Laden. Was haben wir denn hier? Noch da sind noch mehr Freaks! Ich wünschte, ich hätte den rechtzeitig gefloppt. Death Fish Records, Death Catch Records. Fist.
Mann von... Ist das Militär hier eingerückt oder was? Wie komme ich denn jetzt da am besten rein? Frohes Abkratzen, Hincho. Wir das mal senden, ne? Genau, UV-Licht, Flock und... Wir sind stärker als das Redfall. Wir können uns wehren, unsere Stadt zurückholen. Viel Glück da draußen. Alles zu deiner Zufriedenheit, Ren? Ja, alles was hilft. Ruhig dich so ab. Natürlich bin ich mir sicher. Ich arbeite seit 30 Jahren fürs Radio. Was meinst du, fängt es noch an?
Was noch? Das waren 800 Erfahrungspunkte für diesen kleinen Spaß. Und jetzt will ich mal kurz das ausprobieren. UV-Werfer. Habe ich noch einen UV-Werfer? Automatische Sturmgewehr, Death Spiral, Schrotflinte, Signalpistole, Rücklauf, Schrotflinte, Sniper. Kein? Okay, ich wollte checken, ob man das Ding mit UV-Licht wegmachen kann. So wie das da aber aussieht, nicht. Mir bitte. Jedes Team im Vector-Gebiet braucht umgehend eine paar UV-Lampen. Throne Royale bildet eine besondere Art von Blutzeug, die giftigen roten Nebel versprüht. UV-Licht mit dem blutzigen Kurzprozess. Da machen wir auch den Nebel. Okay, und wenn ich jetzt ausschalte. Ich das Ding wieder anschalten. Dann lasse ich den mal an, wa? Dead Catch Records. Und ich gehe wieder zurück in die Feuerwehrwache, weil das Gute ist. Schnellreise in 3, 2, 1, 1, keins, seins. Was soll's? Genau, nichts. Ja. Ich denke mal, das war es erstmal mit Redfall. Mal gucken, was die nächsten Patches bringen. Ich bin entspannt dabei, weil es waren jetzt ein 32 GB Patch, der heute rauskam. Patch heute nicht. Der auf jeden Fall dafür rauskam. Ich weiß nicht, vor 3 Tagen oder so. Wie fehlt die Werft? Wäre auch was für dich. Jede Menge Schrott. Ja. Ich meine, V1 ist ein Schrottkübel. Ich kann's nicht fassen. Er hat so viel für uns getan und dann so ein Ende? Ja. Das hat er nicht verdient. Besser als Alter 4. Sonst nichts. Klappe, Joe. Jemand ist tot. Ja, und wessen Fehler war das? Gegen die Dinger kommen wir nicht an. Klappe, habe ich gesagt. Ja, wie gesagt, es war erstmal Redfall. Ich bin gespannt, ob die irgendein Patch dann sagt, hey, jetzt ist das Spiel gut. Obwohl das Spiel irgendwie interessant ist. Auch wenn Doc tot ist. Doc, uns Abschied. Meine letzte Freude, es tut mir leid. Meine Hoffnung ist, dass ihr niemals in ihr Gesicht bekommt, aber da ihr sie jetzt lest, dann ist Kacke am Dampfen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Mal gucken. Irgendwann werde ich es bestimmt weiterspielen. Bis dahin. Lass doch nicht erwischen. Auch nicht von Vampiren. An die ich nicht glaube. Aber egal.